Ich kann natürlich der Politik immer nur zurufen, ihr verzwergt euch, wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht mehr tun. Also schon wenn Sie sagen, es hat natürlich Ärger gegeben. Wieso soll es Ärger geben? Nee, braucht eine Mehrheit. Das Spannende ist ja, also so, der Wissenschaftler jetzt, hat... jetzt wird es interessant, ihn, Ladies and Gentlemen. Jetzt reden wir mal unter uns. Auf eine weiß-blaue Tasse. Heute mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Professor Harald Lesch. Hallo, hier ist Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, und ich mache einen Podcast mit Professor Lesch. Jetzt fragt sich jeder, der eine millionste neue Podcast, also, was soll das jetzt bringen? Mal abgesehen davon, dass ich noch keinen gemacht habe, mache ich aber auch keinen allein, sondern ich mache es mit Leuten, die ich, das darf ich schon sagen, bewundere, die auch mich politisch beraten, nicht in dem Sinn, dass man die gleiche Meinung hat, sondern tatsächlich die Expertise. Und Professor Lesch, da sind wir in Bayern sehr stolz, ist ja zwar kein gebürtiger Bayer, aber er lebt in Bayern und macht großartige Dinge. Uns verbindet auch schon ein bisschen was, denn ich habe ja mal gelesen, Sie wollten Astronaut werden, hatten allerdings mehr Mut als ich, haben wir die NASA geschrieben, die hat es abgelehnt. Tja. Man könnte sagen, zum Glück. Mir hat man gesagt, mit deiner Größe und den paar Plomben, damals war das ja so das Ausschlusskriterium. Sie haben sich beworben? Nein, aber ich wollte mich bewerben. Ich habe tatsächlich das überlegt, ob ich das mache. Aber insofern glaube ich, für uns beide ist es so besser gelaufen. Ich glaube auch. Wir reden über Klima, Weltall, Schöpfung, alles, was dahinter steht. Ja. Fangen wir mal einfach mal an. Ich lese immer wieder, wenn ich über den Klimawandel rede und unsere Maßnahmen, dass es Leute gibt, die das bezweifeln. Sie haben eine tolle Sendung dazu gemacht über diese ganzen Zweifler. Kann man jetzt dem Letzten bestätigen, ja, es gibt diese wirklich große Herausforderung. Ach, aber ja, ich sage immer, red mit Landwirten, red mit Förstern, mit Leuten, die ihr Geld damit verdienen, was aus der Erde rauskommt und wie sich die Natur verändert hat in den letzten 30 Jahren. Die bestätigen das ja alles. Lohnt sich auch mit 100-Jährigen zu sprechen, die gesagt haben, sowas gab es ja noch nie. Also da hat man das erstmal mit sprachgewaltigen Zeitzeugen zu tun. Aber in Wirklichkeit wissen wir doch alle längst, worum es geht. Und die Wissenschaft hat ja das schon sehr, sehr lange, wie wir unlängst gehört haben, sogar die Ölfirmen, also Exxon hat das auch schon sehr lange gewusst, hat aber anstatt das Richtige zu tun, erstmal die Öffentlichkeit im Grunde genommen getäuscht, indem sie Organisationen finanziert haben, die genau das Gegenteil behauptet haben. Also im Grunde genommen ist das Thema durch. Eigentlich ist das Thema Klimawandel bei euch, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich auf der Handlungsebene. Es geht darum, was zu unternehmen. Die Wissenschaft hat längst einen Katalog bereitgestellt, wie Klima zu schützen ist. Und dann sieht man halt dran, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von Leuten, die lieber so ein Business as usual hätten, also dabei zu bleiben, wie es ist. Und das wird es sicherlich nicht werden. Also insofern ist die Kombination Wissenschaft und Politik heute mehr denn je gefragt, auch um Öffentlichkeit zu überzeugen, die Akzeptanz zu kriegen, weil wir eine ganze Menge verändern müssen. Ja, ich glaube da auch daran, beziehungsweise ich weiß es. Also das ist ja eine Wissensfrage und keine Glaubensfrage. Bei mir hat sich der Bezug zur Wissenschaft nochmal fundamental verändert seit Corona. Und dort wurden wir sehr hart, aber sehr gut, finde ich, beraten. Und am Ende hat es auch gewirkt. Wenn man jetzt gerade mal uns vergleicht mit vielen anderen Ländern der Welt, wo man eben nicht auf Wissenschaft gehört hat, waren die Folgen viel schwieriger, viel dramatischer, zum Teil bis heute. Was ich mir nochmal manchmal denke, jetzt hat, also bei uns wird ja das eher so in die Richtung gehen, dass wir zwei Arten machen müssen. Wir brauchen ja nicht nur Klimaschutz, sondern wir werden auch zunehmend Klimaanpassung bekommen. Das ist total im Wandel. Ich habe 2008, als ich frischer Umweltminister war, war ich im Permafroststollen in der Zugspitze oben. Also das ist so ein Eisstollen, der den Berg ja zusammenhält quasi. Und ich war zum ungefähr selben Jahreszeit, es war so im September, war ich dann 2018 drin. Und das waren statt 20, 25 wieder 5. Und wir reden ja darüber, was passiert ist für uns unmittelbar die Folgen. Also und was bedeutet das für Georisiken und Ähnliches. Ja. Also glaube ich, dass wir praktisch zweigleisig fahren müssen, Klimaschutz, glaube ich, mit großem Maße auch Klimaanpassung. Ne? Ja, ja. Also es wird gar nicht anders gehen. In der Tat ist es so, dass die Veränderungen in dem Planeten, auf dem Planeten schon so groß sind, dass wir auf jeden Fall ein verändertes Klima kriegen. Wir sind schon an der 1,5-Grad-Grenze in Teilen von Bayern, also gerade im Hochalpenraum, sind wir längst über die 1,5-Grad-Erwärmung. Wir sehen große Teile der Welt, die schon darauf reagieren. Und gerade was das Thema Permafrost betrifft, gibt es eine Kollegin vom MPI für Meteorologie in Hamburg, die hat mal einen Vortrag an der LMU bei uns gehalten und hat davon gesprochen, dass wir sehen eine Methanbombenexplosion in Zeitlupe. Ist das vor allem auch was da in der Tundra? Genau, diese riesengroßen runden Löcher, die sich da auftun, also in Sibirien.
Und das ist natürlich, das sind ganz schlechte Nachrichten. Die Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, wenn man mit ihr unter vier Augen spricht, die sagt dann zu mir: Harry, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut. Das war, ist eine der Projektleiterinnen, wenn nicht die Projektleiterin, für die Polarstern, die sich hat einfrieren lassen. Mhm. Also wir sehen es an allen Ecken und Enden. Wir sehen es ja auch in Bayern. Ich meine, wir, überall haben wir, also gerade in Franken zum Beispiel, Wassermangel, Grundwasser ist niedrig. Ja, also wir haben die Situation ist in Franken fast wie in Jordanien. Ja. Das wir machen jetzt beim Wein israelische Tröpfchenbewässerungstechnik, ja. Machen wir jetzt Projekte, schieben wir an, um die Bewässerung halbwegs zu erhalten. Ja, halbwegs, ja. Das ist schon eine Anpassungsmaßnahme. Und gerade auch, dass eben keine Bewässerungstechnik mehr genommen wird, wie wir sie hier bis jetzt gehabt haben, sondern Tröpfentechnik. Das heißt, die ist sparsamer. Und natürlich insgesamt werden wir uns irgendwie bemühen müssen, wie kriegen wir das hin mit der Energie, die wir verbrauchen. Das ist ja eine ganze Menge. Also in der Endenergie verbraucht jeder Deutsche und jede Deutsche am Tag 85 Kilowattstunden am Tag. Also jeder Kopf. Das ist alles, was wir verfahren, was wir an Wärme brauchen, Industrieprozesse und so weiter. Und alle, die schon mal im Fitnesscenter gewesen sind, auf dem Ergometer gesessen haben, 100 Watt getreten haben und das 10 Stunden lang, ich wiederhole, 10 mal 100, können alle selber ausrechnen, genau ist eine Kilowattstunde. Davon verbrauchen wir 85. Das heißt, wir leben energetisch auf einer Adipositas. Andererseits werden wir natürlich, wenn wir unseren Lebensstil irgendwie halten müssen, Energiemengen bereitstellen müssen. Und da sieht man halt auch dran, wie wichtig es ist, dass das Gespräch zwischen Politik und Wissenschaft stattfindet, vor allen Dingen auch, wenn es um technische Umsetzung geht. Wie soll denn das gehen? Wie wird denn das geschehen? Und ein bisschen habe ich ja das Gefühl, das ist so ein bisschen der Umbau eines Schiffes auf Segelschiffes auf hoher See bei Windstärke 8 bis 9, vielleicht sogar höher. Und das ganze Ding schon ein Leck hat. Und das schon ein Leck hat. Das schon ein und Leck dann hat, irgendwie das auf ein elektrisch betriebenes Schiff des 21. Jahrhunderts umzubauen. Ja, ja. Das ist eine harte Maßnahme und braucht vor allen Dingen eben auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen in der Kommunikation, in der Darstellung von allem, was wir machen, die ganze Zeit gucken, wie kriegen wir die Leute dazu mitzumachen. Und deswegen ist es die Klimaanpassung, ist auch die Frage, wo stecken wir in Zukunft unser Geld rein? Ich fände es großartig, wenn wir in Bayern zum Beispiel so eine Gelegenheit hätten, wie Energiegenossenschaften, die kommunale Dächer praktisch nutzen können, um ihre PV-Anlagen zu nutzen. Agri-PV, wir haben schon drüber gesprochen. Also das heißt, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Bei den Windrädern gibt es eine ganze Menge zu tun. Und das sind die Quellen an Energie, die wir nutzen können. Wobei ich immer sage, und das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so ohne, mit der Sonnenenergie greifen wir in keine irdischen Kreisläufe ein. Also bei Wasser und Wind, da nutzt man ja immer was auf der Erde irgendwie verteilt wird. Aber die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Ich weiß, das wissen Sie alles. Sie sind ja, er ist ja ziemlich astrophil, wenn ich das mal so sagen darf. Astrophil, also, schönes Wort, das stimmt. Ja, ein Freund der Astronomie. Ich bin schon in der Kindheit, Science-Fiction. Science-Fiction ist ja nur die vorweggenommene astronomische Erkenntnis. Naja, es ist auch, also wenn es zu viel Fiction wird bei Science-Fiction, dann wird es schon... Ja, aber ein bisschen erzählen. Sie wissen noch, was Gandalf mal auf eine Frage von Frodo bei Herr der Ringe sagte. Was denn? Frodo fragte, stimmt denn das alles, was du erzählst, Gandalf? Mhm, da sagte Gandalf, jede gute Geschichte verdient es, etwas ausgeschmückt zu werden. Sie sind ja auch ein guter Geschichtenerzähler, nicht nur Wissenschaftler, da kenne ich auch andere Geschichtenerzähler. Aber also natürlich müssen wir da mehr tun für Erneuerbare. Ich finde es auch übrigens gut, wenn wir das ideologiefrei machen. Es gibt keine Erneuerbare erster und zweiter Klasse, sondern es gibt Erneuerbare alles, was geht, nutzen. Gerade bei PV ist es spannend, weil ich sage, wir wollen das jetzt auch machen. Zum Beispiel, wir renaturieren ja die Moore als natürliche CO2-Speicher. Ja. Ein Haufen Geld kostet es, große Moorflächen. Wollen aber drauf auch Photovoltaik machen. Ja. Gab es ja lange Debatten beim Naturschutz, ob das gut oder schlecht ist. Wir erleben, dass die Tiere manchmal sehr dankbar sind. Im heißen Sommer bei der Brut. Tiere wollen nicht vertrocknen. Nee, und haben übrigens auch keinen Bock auf schlechtes Wetter. Also auch das, genau. Man sieht ja, die Gesichter schauen jetzt sehr freudig aus. Ja. Wollen es auch bei so Überschwemmungsgebieten machen, werden auch Wind nochmal komplett da mehr machen. Also für Gemüse- und Obstanbau zum Beispiel sind diese Hoch-PV-Anlagen genau so ideal für Hagen, das wollen wir Hagenschutz. Genau, das wollen wir machen. Und haben jetzt auch den Denkmalschutz überarbeitet, damit man das auch bei Dächern etwas mehr machen kann. Was mich manchmal so bewegt, ich kriege dann ja auch immer auch Kritik, auch von Freunden und Bekannten, Mensch, übertreibst du es nicht, wir können doch gar nicht allein was machen. Was sage ich denn eigentlich den Leuten, die sagen, naja, sie haben jetzt von Tundra gesprochen. Da kriege ich übrigens auch immer leichte Panik, ist zu viel gesagt, aber ein echt mieses Gefühl, wenn ich das sehe. Weil was wir an CO2 einsparen, wird da an Methan doppelt so stark rausgekommen. Ein bisschen haben wir immer Angst, halten Sie das für realistisch nebenbei,
dass dann auch irgendwelche Krankheitserreger der Vergangenheit da freigesetzt werden, die uns dann irgendwie neu beschäftigen. Ist das realistisch oder ist das Science Fiction? Also momentan, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also das ist mehr Science als Fiction. Also das, wir wissen ja nicht genau, was da alles rauskommt. Es gibt ja große Forschungsprojekte, um genau das rauszufinden. Was kommt da eigentlich aus dem Boden raus? Methan kann man leicht messen, aber was sind diese Mikroben, die da rauskommen, die vielleicht für immer bis jetzt in Anführungsstrichen für immer eingefroren war? Das wissen wir noch nicht, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall zeigt sich, dass dieses Auftauen praktisch das gesamte Mikroleben nochmal aktiviert, woraufhin eben noch mehr Treibhausgase entstehen. Insofern ist das eine durchaus schwierige Angelegenheit und muss von der Forschung erst noch geregelt werden. Aber was ich den Leuten immer sage, Moment mal, übertreiben wir es ja nicht, wir sind doch nur 2% und so weiter. Erstens hat Deutschland insgesamt eine historische Verantwortung, weil wir gehören zu den größten Verschmutzern der Atmosphäre, seitdem Atmosphäre sozusagen mit Treibhausgasen belegt wird. Wir waren ja mal China des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, mit den Wachstumsraten, die Deutschland da hatte. Als wir die Engländer überholt haben, genau. Aber das ist vielleicht ein Argument, was gar nicht so zieht. Das andere ist, wenn wir wissen, was das Richtige ist. Und das Richtige, warum sollen wir irgendwas? Das ist ja völliger Irrsinn. Das wäre ja Blödsinn, einfach zu sagen, nö, komm. Und ein bisschen können wir das regionale Klima dann schon auch entlasten, ich sage mal den Punkt. Ja, genau. Also ich diskutiere auch mit vielen ganz Jungen, wir zwei sind auch noch jung, ich noch ein bisschen jünger, aber auch nicht viel. Aber dann kommt ja mal gleich, jetzt ist die Welt zu Ende. Ja. Jetzt machen wir mal das etwas schlechtere Szenario, nicht das optimistische. Wo geht denn es hin und wann endet denn dann quasi das? Also ich meine, der Planet hat ja unterschiedliche Prozesse gemacht, das sagen auch die Skeptiker. Mhm. Es gab ja mal, Erde war ja über mehrere Millionen Jahre, glaube ich, sogar ein reiner Eisplanet. Dann haben die Vulkane alles aufgebrochen, geschmolzen. Mhm. Im Mittelalter war es viel kälter, sagen viele Experten. Ja, dauert immer wärmer und so weiter. Genau, wo geht denn es aus Ihrer Sicht hin, wenn man da... Also wenn man einfach die Flügel hängen lassen, dann ist doch eh schon wurscht. Ja, dann wird es eben sehr warm. Also momentan, der Track, auf dem wir momentan sind, der Pfad, auf dem die Welt momentan ist, ist eine 2,8 bis 3,2 Grad Erwärmung. Wobei interessanterweise unlängst jemand ausgerechnet hat, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung alleine für 1,5 Grad Celsius verantwortlich sein wird bis zum Jahr 2050, weil eben die Reichen tatsächlich einen ökologischen Fußabdruck haben, dass es einem das Hirn rausbläst. Ich habe neulich gehört, dass die Anzahl der Privatflüge in Deutschland sich verdoppelt hat in den letzten 3 Jahren. Die häufigsten Strecken sind zwischen Essen und Münster und zwischen Hamburg und Sylt. Also zwischen Essen und Münster. Für alle Hörer war keine bayerische Strecke dabei. Ja. Aber es ist schon irgendwie total irre, dass genau da... Aber lassen wir das. 3,2 Grad wäre das Maximum, weil es natürlich auch regulative Prozesse gibt, die Temperatur nach oben hin momentan noch abdämpfen. Wenn sich die sogenannten Kipppunkte allerdings gegenseitig verstärken und dabei eben noch mehr und mehr Wärmepotenziale freisetzen, dann wissen wir es nicht. Das Argument mit diesen historischen hohen Temperaturen ist natürlich immer ein Argument ohne Menschen, da gab es noch keine. Und wenn es und die Zeitdauer der Veränderung, genau, und die Geschwindigkeit. Genau. Was wir momentan sehen, ist ja irrsinnig schnell. Also wir haben in den letzten 2 Jahrhunderten von 280 Parts per Million auf 420 sind wir jetzt hochgeschossen. Wir haben also um 50% die Treibhausgaskonzentration von CO2 erhöht. Und man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, was das für unseren Organismus bedeutet. Wir sterben, wenn es zu warm wird. Schlicht und ergreifend. Es gibt jetzt schon ziemlich viele Hitzetote. Hitze ist das größte Problem. Und wenn es noch wärmer wird, gibt es noch mehr Hitzetote. Und das heißt, wir können gar nicht argumentieren mit irgendwelchen Dinosaurierzeiten oder sowas. Da hätten wir überhaupt nicht überleben können. Es war 10 Grad wärmer als heute. Also es war richtig brutal heiß. Da war das Sauerstoffgehalt nicht höher. Das war noch früher. Einen großen Massensterben. Genau. Aber das sind auch für uns gar keine Perspektiven, weil die Handlungsmöglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, sind eigentlich auch wieder in dem Rahmen. Ich fand es zum Beispiel letztens einen Einwurf. Ich fand es so ein tolles Signal, ob es stimmt, weiß ich, aber ich habe es gelesen, dass die Ozonschicht sich regeneriert. Ja, das heißt, es geht ja, oder? Genau. Das kann man ja damit argumentieren. Und man sieht ja, also wir sind handlungsfähig. Also mit dem Montreal-Abkommen hat man es tatsächlich geschafft, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe tatsächlich wegzubringen. Allerdings, das muss man leider auch sagen, dass die Ersatzstoffe in ihrer Treibhausgaswirkung richtig stark sind. Dafür sind die Treibhausgase. Das ist also, wir sehen, manchmal treiben wir mit Technik
den Teufel mit dem Beelzebub aus oder wir verschaffen uns Probleme, die wir ohne die Technik gar nicht hätten. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir solche großen planetaren Bedrohungen unbedingt dämpfen, mindestens dämpfen, weil ansonsten wirklich die Spezies Mensch auf dem Planeten hochgefährdet ist. Unter anderem auch dadurch, dass wenn es wärmer wird und mehr das Eis schmilzt, und da gibt es ja verschiedene Varianten, wir brauchen das ja hier gar nicht so weit auszubilden. Alle wissen, wenn die Gletscher, die auf dem Festland sind, schmelzen, wird der Meeresspiegel ansteigen. Wenn das Wasser wärmer wird, dann braucht es auch mehr Platz. Und das Wasser wird wärmer in den letzten 20, 30 Jahren ganz gewaltig. Die Ozeane puffern immer noch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Ozeane puffern immer noch über 90% der globalen Erwärmung ab. Wenn die das nicht mehr puffern, dann das ist dann einer solcher Kippmomente. Das ist dann, da ist dann. Wobei die werden dann auch sauer natürlich. Die werden sauer. Das Leben, ja. Die Biomasse in den Ozean. Und da sprechen Sie natürlich was an. Also ich bin gerade dabei, eine Sendung vorzubereiten über das Artensterben. Da ist der letzte Satz, den Klimawandel können wir vielleicht überleben. Das Artensterben nicht. Und das muss man ganz klar sehen. Das Insektensterben ist eine absolute Katastrophe. Nicht nur wirtschaftlich, sondern für die gesamten Lebenskreisläufe. Haben Sie ja nicht mal gesehen, wir haben jetzt ja nach dem Volksbegehren, das es in Bayern gab, ja ein Volksbegehren plus gemacht. Ich habe da noch drauf gesetzt, weil ich das Anliegen auch geteilt habe. Hat damals riesen Ärger gegeben, aber wir haben zumindest in einigen Bereichen Schmetterlinge, hat sich die Zahl wieder um fast 50% erhöht, weil tatsächlich es eine Wirkung hatte. Ja. Was ich spannend finde, die Regenerationszeit ist kürzer, als man denkt, wenn man es nicht zu spät macht. Naja, aber ich kann natürlich der Politik immer nur zurufen, ihr verzwergt euch, wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht mehr tun. Also schon wenn Sie sagen, es hat natürlich Ärger gegeben. Wieso soll es Ärger geben? Nee, ich brauche eine Mehrheit. Das Spannende ist ja, also so, der Wissenschaftler jetzt, hat... jetzt wird es interessant, ihn, Ladies and Gentlemen. Jetzt reden wir mal unter uns. Ja. Der Wissenschaftler hat es total interessant, denn der erzählt halt so seine Idee, manchmal auch seinen Sermon, lädt ab und sagt, das macht ihr mal, was ihr wollt. So. Ja, das ist wie ganz einfach bei den verschiedenen, the day after tomorrow, der Wissenschaftler sagt, es ist alles ganz, ganz schlimm. Ja. Und es ist so, dass viele Wissenschaftler recht haben, aber es gibt natürlich auch, wie soll ich das sagen, ähnlich wie in allem, was sich dann medial kommuniziert, gibt ja auch Hochintellektuelle, die wirklich seltsame Dinge von sich geben. Philosophen zum Beispiel, wenn man über das Thema Krieg und Frieden redet, ich sage jetzt nicht den Namen, der mir da so einfällt. Und dann wird halt sowas gern bestritten, wir haben auch bei Corona unterschiedliche Experten gehabt. Und dann am Ende muss ich ein Handlungskonzept draus machen. Und das ist jetzt der Unterschied, ich brauche dafür eine Mehrheit. Im Parlament, für ein Gesetz. Für alles, genau, für ein Gesetz. Genau. Und in der Gesellschaft. Und das, was mich so geschockt hat, während Corona schon, wenn ich ehrlich bin, ist, wir sind so schlau wie nie zuvor. Die Gesellschaft ist schlau wie nie. Und trotzdem gibt es mehr Schamanen, wenn ich das mal sagen darf, als nie. Also was für Sachen. Ich hatte eine Sendung von Ihnen gesehen, da haben Sie mit Herrn Steffen zusammen gemacht, über die so Verschwörungstheorien. Ja. Da gab es eine Patrin, die kannte ich noch gar nicht. Ja. Bis hin zu den Erde ist doch eine Scheibe. Die Orgonsäule und so weiter. Und auch Wahnsinn, diese Kondensstreifen. Ja, ganz wichtig. Ich fand das echt faszinierend. Ja. Aber ich beschäftige mich, ich hätte es nie gedacht. Ja. Ich muss ein Beispiel sagen. Zum Thema Impfen. Ja. Also man kann darüber streiten, ob man impfen muss, Pflicht. Das habe ich akzeptiert. Aber ich habe mal nachgelesen gehabt, 1807 hat König Max der Erste Josef in Bayern die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Weswegen es in Tirol wahrscheinlich auch den Volksaufstand gab. Und dann habe ich mal so gelesen, was dagegen argumentiert wurde. Ja. Das Faszinierende ist, zu den Haupt-Hardcore-Argumenten mancher Querdenker, die waren echt die gleichen. Es gab nur zwei Unterschiede. Die Querdenker hatten ein Plus-Argument. Das war, dass eben Bill Gates sozusagen uns chippt. Ja? Alles andere mit Blut und unvorbereitet ist gleich. Und damals hieß es, während 1807, man bekomme Kuhohren. Davon ist es jetzt. Ja. Und da denke ich mir mal, eigentlich müssten wir noch einen Schritt weiter sein. Warum ist das anthropologisch so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Sie am Anfang einen Fehler machen, weil Sie glauben, Sie sagen, die Gesellschaft sei schlauer. Wir haben zwar die Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Die stehen uns wirklich viel, viel mehr. Entmutigend, wenn ich dachte, wir sind einen Schritt weiter. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich, das Wissen wird aus diesen Informationen erst in uns. Wenn wir also diese Informationen miteinander verknüpfen und Schlussfolgerungen ziehen. Und die Frage, wie die Leute dieses Übermaß an teilweise auch völlig schwachsinnigen Informationen miteinander verknüpfen, ist dann häufig noch verbunden, sagen wir mal, mit dem Gedanken, da steckt noch was dahinter und deswegen nennen sich diese Querdenker ja auch Querdenker, weil sie meinen, der Mainstream würde in die falsche Richtung denken. In Wirklichkeit, und das behaupten sie ja von sich, sie wüssten, wie es wirklich ist.
Und daran sieht man schon, dass eben Informationen alleine gar nicht reichen, sondern dass sie miteinander verknüpft werden müssen, dass sie kommentiert werden müssen. Und diese ungefilterten Informationsmengen, die über uns hereinbrechen, die machen uns die größten Probleme. Aber ich würde gerne nochmal an einen anderen Punkt kommen, weil das ja immer wieder gesagt wird, ich brauche Mehrheiten. Klar, aber die Gesetze sind ja nur der Rahmen, in denen dann etwas stattfindet. Das nennt man Ausführungsbestimmungen und Verordnungen. Und das sind ja die jeweiligen Regierungen mit ihren Ministerialbürokratien durchaus in der Lage und fähig, sozusagen dem Gesetz den richtigen Lebensimpuls zu geben und damit auch dafür zu sorgen, dass am Ende dann doch mehr dabei herauskommt, als eigentlich auf den ersten Blick aus dem Gesetz herauszuholen ist. Denn die Spielräume, die es da gibt, die sind ja auch insofern ganz wichtig, weil nichts hat mehr Attraktivität als Erfolg. Wenn dann die Dinge mal laufen, dann sagen die anderen, oh Mensch, das funktioniert ja doch. Ich war zwar die ganze Zeit eher zurückhaltend und habe geglaubt, das funktioniert nicht richtig. Aber in dem Moment, wo es läuft und wo es erfolgreich ist, dann wollen doch alle mitgehen. Und das heißt, für mich wäre eine ganz wichtige Aufgabe, das neben natürlich den gesetzlichen Rahmen, die zu schaffen, vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass auf der Verordnungsebene Dinge passieren können, wo man vielleicht am Anfang gedacht hätte, naja, das Gesetz ist ein bisschen arg zurückhaltend, fast so eine Art Selbstverzwergung, muss das unbedingt so wenig sein, aber man kann ja mit Verordnung immer noch eine ganze Menge machen. Das heißt, eine sehr handlungsstarke Regierung und Ministerialbürokratie ist ja durchaus in der Lage, mehr aus dem Gesetz rauszuholen, als auf den ersten Blick drinsteht, oder? Ob das dann immer in die richtige Richtung geht, weiß man nicht, wenn man sie dazu ausruft. Also was bei uns jetzt so ist, wir haben ja nochmal im letzten Jahr, habe da nochmal sehr angeschoben, gesagt, nicht nur wegen Russland, sondern einfach wegen der Dynamik des Klimawandels, ja, aber Russland eben auch als Impuls, nochmal alle Energiepläne zu überarbeiten. Mhm. Das, glaube ich, ist auch ganz okay. Ja. Und wir haben ja im letzten Jahr den größten Zubau erneuerbarer Energien in Bayern, in Deutschland. Mhm. War selbst wieder überrascht, weil es gab ja die Debatte, wir haben zu wenig und so. Und muss man auch immer sehr ernst nehmen, hier das Argument. Wir hatten ja mehr an Zubau und installierter Leistung als NRW und Baden-Württemberg zusammen. Also das geht schon voran. Ich hoffe, dass die Geschwindigkeit den gesamten Ereignissen halbwegs. Ja, da glaube ich, da liegt der Punkt. Und beim Wind und so muss man auch noch mehr machen, da steigen wir jetzt auch wirklich stärker ein, machen auch richtig viel mehr. Wobei, da hast du dann halt immer Zielkonflikte. Dann hast du zum Beispiel immer totale Zielkonflikte zwischen Artenschutz und Energie, die dann selbst in den Umweltverbänden sehr tough diskutiert werden. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum man, also beim Wind sagt man, okay, das mit den Vögeln sei kein Problem, zum einen. Mhm. Bei Wasserschutz, da kannst du übrigens bei Wasserkraftwerken auch enorme Möglichkeiten, Fischtreppen, alles finden, das heißt ganz anders. Und da plädiere ich immer dafür, mal sozusagen sich da völlig frei zu machen von seiner Lieblingserneuerbaren Energien, sondern das halt zu machen, was einen Sinn macht und ergänzen. Nichts übertreiben, aber alles in ein gutes Gesamtkonzept bringen, um da voranzugehen. Was sagen Sie denn eigentlich zu dem, würden Sie sich ankleben dafür? Also zum Thema der Kleber und vor allem mit der Begründung. Also ich fand letztendlich, ich habe mal Fridays for Future da gehabt, ein paar Mal, die fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich jetzt dazu sagen. Ja? Also waren viele Gespräche, fand ich ganz okay. Mhm. Da muss ich nicht alles teilen und auch nicht die Intention. Aber wenn ich sehe, dass die Leute ankleben fürs 9-Euro-Ticket als Beispiel, da weiß ich nicht, ob die Relation stimmt. Wie schätzen Sie das ein? Was ist da Ihr Gefühl dazu? Das ist eine außerordentlich schwierige Frage. Also ich nehme zunächst einmal denjenigen, die sich da ankleben, ihre Verzweiflung ab. Und ich würde sie wirklich auf keinen Fall kriminalisieren. Die Probleme, die sie damit machen, sind natürlich Probleme, die in unserem Alltag Leute bei einer Reise von A nach B, vielleicht sogar bei einer lebenswichtigen Situation stören können. Aber ich finde zum Beispiel, Greta Thunberg hat mehr bewegt, ohne Rechtsgüter zu verletzen. Ja, genau. Das wäre natürlich, das ist sozusagen die ideale Form. Die hat auch viele bewegt, die eigentlich jetzt nicht, sagen wir mal, da so auf dem. Und ich fand das auch schon. Ich bin jetzt ja kein Fan davon, dass man den falsch versteht, aber ich fand jetzt auch bei der Kernenergie, ich glaube nicht an die Ewigkeit der Kernenergie, dass man es glaubt. Sie sind da auch sehr skeptisch. Aber ob ein Jahr länger oder nicht, ist nicht die Frage. Bei 1900 Kastorenbehältern, die wir nicht bis jetzt in den Endlager gebracht haben, kommen auf die paar dann zwei Liter, ja, also, immer an. Wir brauchen aber eine andere Perspektive. Also über Kernenergie müssen wir einen extra Podcast machen, das ist eine Geschichte für sich. Aber ich will nochmal zurückkommen auf diese Aktivisten. Ich weiß nicht,
was in den nächsten Jahren passiert. Vielleicht werden wir eines Tages nochmal zurückdenken an diejenigen, die sich gerade festgeklebt haben, mit dem Gedanken, mein Gott, wir hätten vielleicht selber dabei sitzen müssen. Wir ahnen noch nicht genau, wie stark die Reaktion des Planeten sein wird. Also ich will mal daran erinnern, die nächsten 3 Jahre werden El Niño-Jahre werden. Das ist ja dieses große Hin- und Herschwappen des stillen Ozeans, also des Pazifiks. Die letzten 3 Jahre waren La Niña-Jahre. La Niña, das sind die Luftströmungen letztlich. Ja, das sind, also in dem Fall sind es dann eben Meeresströmungen, die aufgrund ihrer jeweiligen Temperatursituation... Die gehen aufgrund der Klimasituation und Also El Niño und La Niña sind eigentlich erstmal natürlich und die sind sowas wie ein Anstoßen von einer Schaukel. La Niña ist eine bestimmte Strömungsform vor der südamerikanischen Küste, vor der südamerikanischen Westküste, die ist eher kühlend. Wenn wir uns jetzt mal an den letzten Sommer erinnern, wenn das kühlend gewesen ist in einem La Niña-Jahr, dann will ich aber nicht wissen, wie sieht denn der Sommer aus beim El Niño, der nämlich heizt. Das heißt, da sieht man schon dran, wie diese großräumigen planetaren Geschichten beginnen, die Schaukel sozusagen in eine Richtung anzuschieben und wir wissen gar nicht, was dabei passiert. Also ich weiß nicht genau, wie die Klimazukunft aussieht. Ich glaube nur, wir sollten auf jeden Fall es ernst nehmen und auch immer wieder... Wir müssen darüber reden. Also das ist natürlich für Politik ganz schwierig, weil Politik hat andere Zeitskalen. Du brauchst ja schon planen. Wir reden über den Rest des Jahrhunderts. Ja, aber, Klimawandel, klar, Energiewende ist ein Jahrhundertthema. Weil Krisenmanagement ist immer genau, das Problem. Genau, das ist die Exekutive. Ja, aber du brauchst ja schon einen Plan für die Zukunft. Ja, du brauchst ja einen Plan, genau. Wenn du keinen Plan hast. Und für Bayern ist es völlig klar. Weil du löst das Problem auch nicht in einem Jahr. Also es ist nicht überhaupt so, nicht. Nein, wie so ein Problem. Das ich habe jetzt Punkt. Hier eine, das da, ist eine Daueraufgabe. Da zielt aber meine Antwort auch drauf ab. Ich glaube, weil das eben kein Apollo-Programm ist, nach dem Motto, wir sind gelandet, super Ziel erreicht. Das ist was ganz anderes. Das ist ein ziemlich langer, verdammt langer Marathonlauf. Und dass wir dabei bei unseren ganzen Aktivitäten, auch bei dem Widerstand der Aktivisten, nicht vergessen, dass wir gottfroh in einem Rechtsstaat leben, der bestimmte Institutionen hat. Und wenn diese Institutionen Entscheidungen getroffen haben, dann müssen wir sie akzeptieren. Wir können dann immer wieder darauf hinweisen, das war aber das letzte Mal. Das ist ganz wichtig. Hm. Aber nicht diese Aktionen, die wir da momentan erleben. Ich glaube, das ist für viele in der Bevölkerung auch ein echtes Problem, da mitzugehen. Andererseits ist aber, glaube ich, die Absicht, die Leute haben, die auf solche Demonstrationen gehen, ehrenwert und verweist auch darauf, dass wir tatsächlich einen großen Teil in der Bevölkerung haben, denen schon lange klar ist, so können wir nicht weitermachen, die aber interessanterweise gerade von Politik verlangt, die Rahmenbedingungen zu setzen, die nach meiner Dafürhalten Zivilgesellschaft schon lange setzen könnte. Also es braucht ja nicht immer einen gesetzlichen Rahmen, um das Richtige zu tun. Ich fände es natürlich großartig, wenn die Politik endlich sagen würde, nachdem jetzt auch das neue Gutachten raus ist, wir machen ein Tempolimit. Also 6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr zu sparen, ist eine super Sache. Auf der anderen Seite, kleiner Hinweis, wir können natürlich auch alle automatisch einfach langsamer fahren und damit wäre das Tempolimit realisiert, ohne dass es zu Blatt Papier gebracht werden würde. Das heißt, es ist ja oft auch so, dass das auch immer so ein Verschiebebahnhof ist. Verantwortung wird verschoben, weil man will selber nicht sich da irgendwie aktiv beteiligen. Und das ist einfach ein Problem. Wir haben da natürlich ganz verschiedene gesellschaftliche Strömungen, die mit ganz unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten. Und ich halte es für ganz wichtig für die Zukunft, gerade die so viel Komplexitätsstränge hat, dass wir endlich beginnen, uns mal wieder darüber Gedanken zu machen, was hält uns in Deutschland, was hält uns in Bayern eigentlich zusammen. Also wir haben unglaublich viele tolle soziologische Untersuchungen, was uns alles voneinander unterscheidet. Also beim Exkludieren sind wir großartig. Aber bitteschön, was hält uns eigentlich zusammen? Warum machen wir uns nicht Gedanken, wie zum Beispiel, Sie kennen mein Lieblingsbeispiel, Wilpoltsried im Allgäu. Die haben sich überlegt, wo wollen wir in 20 Jahren sein? Das haben die 1998 gemacht. Und ich kann nur alle ermuntern, sich das mal anzugucken, wie Energiewende in Deutschland gehen kann, wenn eine Kommune sich zusammentut. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass bei all den ganzen Widerständen, widersprüchlichen Meinungen, die es gibt, vor allen Dingen wir nicht vergessen, dass wir es richtig gut haben in diesem Teil der Welt, dass es uns richtig gut geht und dass wir dieses Kapital nicht dadurch vertun sollten, dass wir uns also überheftig zerstreiten, sondern im Gegenteil so schnell wie möglich versuchen, möglichst schnell, möglichst viel von dem Richtigen zu tun. Ja.
Dem schließe ich mich eigentlich an, obwohl ich beim Tempolimit nicht überzeugt bin. Naja, aber eine von, die Zahlen... Eine von, ja, ja, da gibt es auch wieder andere Studien, aber das... Nicht wirklich. Also zwischen 2 und 6 Millionen. Also die schlechteste Studie sind 2 Millionen Tonnen, die hätten uns schon gut getan. Ich bin zwar total höflich und sage, ich überlege es nochmal drüber nach. Ich bin zwar total höflich. Naja. Mir hat man vorher gesagt, dass ich im Podcast noch höflicher sein als sonst. Echt? Ja. Sagen Sie mal, weil dann gibt es ja auch immer also El Niño... Was ist mit dem Golfstrom? Da heißt es also, die Einsamen, wir starben an Hitze, und also, wenn der Golfstrom weg ist, ja, dann, dann ist alles vorbei und dann ist bei uns Eiszeit. Was ist denn da davon zu sagen? Was ihr jetzt hört übrigens, wenn hier was läuft, das bin nicht ich, das ist der Kaffee in meiner Tasse. Ja, in so einer weiß-blauen Tasse, okay. In einer sehr schönen übrigens, okay. In einer sehr schönen Tasse. Also der Golfstrom, diese Golfstrom-Geschichte, da ist ja der großartige Stefan Rahmstorf, einer der Entdecker davon, dass eben dieser Golfstrom instabil werden kann, wenn es zu warm wird und dann bricht er ab und dadurch ist eine wichtige Wärmeheizung für Europa weg. Es ist allerdings jetzt inzwischen so, dass die Wärmeleistung, die dadurch, dass wir so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gepumpt haben, so viel höher ist, dass diese Abkühlungseffekte entweder nicht so stark sein werden oder noch zu dem beitragen, was ohnehin schon passiert, nämlich Extremwetterereignisse. Also da sind wir wieder bei der Klimaanpassung. Wir brauchen mehr Regenwasserrückhaltung. Denn wenn das Wasser von oben kommt, kommt es häufig in solchen Mengen, dass es einem das Hirn wegbläst. Also müssen wir gucken, wie können wir das Wasser in Zukunft behalten und viele, viele andere Dinge. Das heißt, der Golfstrom selber wird er schwächer. Das sind zumindest ist das ein Hinweis. Aber insgesamt bemerken wir in Europa eher, dass Europa wärmer wird. Es gibt eine sogenannte Zuordnungswissenschaft, die berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Ereignis unter bestimmten klimatischen Bedingungen wahrscheinlicher oder also auftritt oder nicht auftritt. Und es ist ganz eindeutig, Europa ist ein Hotspot. Wir kriegen heiße Sommer, wir kriegen enorme Probleme mit Hitze und so weiter. John Schellenhuber, der ehemalige Direktor von dem Potsdamer Klimainstitut, hat es ja mal so ausgedrückt, rabiat: Wir müssen die Iberische Halbinsel aufgeben. Das war natürlich überhaupt kein schöner Satz. Aber wir merken natürlich Jahr für Jahr, wie von unten, vom Süden, immer mehr Temperaturen kommen. Wasser, 50 Grad im Schatten. Man sieht auch in Italien kein Wasser mehr da. Wir haben jetzt im Sommer letztes Jahr den Gardasee fast, und zwar erkennbar, sichtbar. Der Po war leer. Ja. Und warum? Weil in den Alpen es nicht geschneit hat. Deswegen gab es überhaupt keine Lieferung mehr. Wenn es übrigens auch keine Gletscher gibt, wird es schwer. Dann geht auch bei uns, wenn der Gletscher weg ist, an der Zugspitze, dann fehlt auch Frischwasserversorgung. Das sieht gar nicht gut aus. Genau, übrigens, bei der muss man auch mal sagen, der französische Präsident, der sich ja für den Ausbau, wir wollten ja nicht über Kernenergie sprechen, wir nicht, aber ich kann es ja mal machen, dem ist natürlich gesagt worden, mein lieber Freund, wenn das so weitergeht mit dem Klima auch für Frankreich, die Klimaszenarien, und wir haben immer weniger Wasser im Sommer, dann kann man die Kraftwerke nicht mehr kühlen. Und in Deutschland ist selbst die Belieferung mit Kohle von Kohlekraftwerken ja nicht möglich. Wenn der Rhein trocken liegt, dann geht er überhaupt nicht. Also, dass der Rhein nicht beschifft. Man muss sich das mal überlegen, wie wir das System auf Kante genäht haben. Ja, das ist natürlich das Faszinierende, dass alles mit allem zusammenhängt. Also genau. Das ist ja überhaupt in dem ganzen Öko-Bereich so, dass wenn du an einer Stelle drückst, links außen, dann passiert gar nichts. Ja. Aber rechts pluppt was hoch. Genau, aber umgekehrt. Ja. Das macht es übrigens auch In der Erklärung der Kausalität und auch in der Erklärung der Strategie für den einen oder anderen schwieriger. Ich bin da ehrlich gesagt sehr offen dafür. Ich finde sowieso, dass ich da ziemlich viel mache. Ich kriege ja eher manchmal die Schimpfe, dass ich da zu viel mache, was ich nicht sehe, weil ich das ich habe sehr viele Kinder, auch für die nächste Generation mache. Also muss man ja mal sagen. Ich bin schon Großvater. Ja? Ich habe eine Enkeltochter. Ich hoffe, ich werde es irgendwann auch. Aber wenn man das mal anschaut, man muss immer on the long run denken. Das ist ja schon eine Herausforderung. Und ich finde ja auch, das wird mir immer so bewusst, wenn man jemand ist, der so ein bisschen für dieses Thema auch nicht nur Science Fiction, sondern tatsächlich auch Kosmologie beschäftigt, so sind ja da auch immer toll, so wie ich die am Anfang immer noch als jugendlicher Wilder in Alpha Centauri bewundert, in den Erklärungen damals, dann nicht so als Superstar, sondern so als etwas verrückter Professor am Anfang, in Anführungsstrichen. Und wenn ich mir das mal anschaue, unser Planet und mit dem Rest, weil wir entdecken täglich Neues und es ist total faszinierend zu sehen, aber so eine Erde 2 gibt es halt doch noch nicht so richtig. So ist es, genau. Und also die richtigen Alternativen, wohin zu gehen für uns, gibt es halt auch nicht so. Ja. Also, wahrscheinlich gibt es irgendwo, ich glaube ja, da haben schon mal unterhalten, das andere Meinung, ich glaube, dass es außerirdisches Leben auf jeden Fall gibt, allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Ich teile Ihre These, dass es aber unwahrscheinlich ist, dass wir zu Lebzeiten die kennenlernen persönlich. Das glaube ich schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konfiguration von uns einmalig ist. Ja, aber selbst wenn es auf dem Planeten tatsächlich Leben gibt, wenn wir die Erdgeschichte anschauen, die Lebensgeschichte auf der Erde anschauen,
dann gibt es eben Leben, das keucht und fleucht erst seit rund, sagen wir mal, 600, 700 Millionen Jahren. Das sind 90% der Erdgeschichte, sind abgelaufen immer nur mit Einzellern. Also, dass die Raumschiffe bauen und zu uns herkommen. Und unwahrscheinlich. Das ist eher, also, aber bei Captain Kirk gab es so eine Folge mit einem gigantischen Einzeller, ja, der irgendwie durchs Weltall geflogen ist, so eine Amöbe. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich glaube, es ist, aber interessant ist die ganze Perspektive eines Außerirdischen natürlich mal zu nehmen. Warum sind sie noch nicht da? Und eine der Thesen ist ja, dass es tatsächlich so wäre, dass jede Zivilisation auf jedem Planeten irgendwann durch diesen ökologischen Flaschenhals durch muss. Das heißt, wenn sie Technologie entwickeln, verbraucht man Ressourcen. Wenn man Ressourcen verbraucht vom eigenen Planeten, beginnen irgendwann diese natürlichen Kreisläufe in Ungleichgewicht zu kommen. Und dann kommt die entscheidende Frage, schafft es diese Spezies auf dem Planeten, durch diesen ökologischen Flaschenhals durchzukommen? Dann könnten sie vielleicht eines Tages, wie soll man sagen, the next level erreichen und tatsächlich beginnen, interstellare Raumschiffe zu bauen. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie verschwinden. Also das heißt, auch selbst dieser kosmologische Blick oder dieser kosmische Blick auf die Erde zurückführt vor allen Dingen dazu, wie es den Apollo-Astronauten ja auch gegangen ist. Die haben zurückgeguckt, haben diesen blauen Planeten gesehen und waren sprachlos. Waren baff, völlig geflasht. Waren völlig baff. Meine Frau macht gerade ein Projekt, das heißt The Pale Blue Dot. Von der Voyager-Sonde ist nämlich die Erde aufgenommen worden auf Milliarden Kilometern und da siehst du am Himmel nur so eine kleine blaue Perle. Mhm. Und ich glaube ja, dass eben diese Themen, über die wir gesprochen haben, für wertekonservative Menschen, und da muss man gar nicht unbedingt jetzt religiös oder, aber für wertekonservative ist es völlig klar, der Erhalt der Schöpfung, ganz egal wie wir es drehen und wenden, wenn ich mal diesen Begriff verwenden darf, das ist das A und das O. Wir können Geld nicht atmen, wir können es nicht trinken und wir können es nicht essen. Wir müssen also irgendwie gucken, dass wir diese Natur, die um uns herum ist, die Bedingungen der Möglichkeit darstellt, dass wir überhaupt sein können, dass wir die so gut schützen, wie es nur irgendwie geht, gegen die Interessen von wenigen, für eigentlich das Wohl aller. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und deswegen ist für mich dieser Begriff des Zusammens so wichtig. Wir werden es alleine, wird es niemand von uns schaffen. Wenn diese Bonzen aus dem Silicon Valley irgendwo meinen, sie kaufen sich eine Insel auf Neuseeland, in der Gegend von Neuseeland und würden dann warten, bis der Tag nach dem Weltuntergang wieder anfängt und sie können weitermachen, ist einfach absurd. Auch die Idee, einen anderen Planeten zu terraformen, also wie der Musk das machen will, kann ich nur sagen, Herr Musk, nehmen Sie doch ganz Ihr Geld und formen Sie Terra, also die Erde. Hier bei uns sind doch alle Voraussetzungen da. Hören Sie doch auf, sich in irgendwelche Pläne hineinzudenken. Das wäre viel wichtiger, eben Energiewende gerade auch da zu betreiben, wo es interessant wird. Ja? Nämlich zum Beispiel in Afrika. Afrika hat große Flächen, die für Afrika zunächst einmal ganz wichtig werden können, wenn es um elektrische Energie geht. Und da müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass die ihre eigene Energieversorgung direkt aus Erneuerbaren machen und keine Kohlekraftwerke. Wir haben das übrigens schon ein paar Mal versucht. Aber, das war ja diese Projekte Desertec und so. Ja. Ist dann aus unterschiedlichen Gründen gescheitert, weil immer wieder, muss man dazu sagen, leider für viele der wirtschaftlichen Interessen, weil auch immer wieder neue fossile Lagerstätten entdeckt werden. Genau, und die werden dann immer billiger. Sie auch, Arktis, die wird immer billiger und braucht es immer. Deswegen wird der Prozess natürlich nicht automatisch verstärkt. Genau. Und man muss auch aufpassen natürlich, dass man diesen Ländern hilft und sie nicht indirekt energiepolitisch kolonialisiert, wie es ja, wenn man ehrlich ist, China zum Teil ja macht. Ja, klar. Die Länder haben ja sehr wenig dafür, es neigen sich auch dann solche Länder, besonders dienen sich dem an, die auch sehr autokratisch regiert werden, wo sozusagen der unmittelbare Vorteil des jeweiligen Herrschers ist, der ja nur eine begrenzte Zeitspanne hat und wie Autokraten so sind, sie glauben, dass sozusagen die Geschichte der Menschheit mit ihnen endet. Ja. Das ist immer so die Denke, die dahinter ist. Ja. Gestatten Sie mir mal eine Frage. Ich meine, wir haben jetzt über so viele verschiedene Themen gesprochen, die ja alle so als Second Story haben, Stichwort Komplexität. Wie macht man das eigentlich als Politiker, der an der Entscheidungsstelle ja auch steht? Und natürlich, wir haben ja völlig, wissen wir beide, es geht immer um die Mehrheitsbeschaffung, aber also das, wie ist das so, wenn so viele verschiedene Themen mit ganz unterschiedlichen Komplexitätsgraden Sie ja immer wieder bombardieren? Wie gehen Sie damit um? Nehmen Sie sich Auszeiten oder also wie macht man das? Musst du viel wissen, musst viel lesen, musst es auch annehmen und musst es verstehen. Also das heißt, manche glauben ja, jemand hat ein Amt und dann sitzt er halt da so rum und dann wird ihm ein Zettel gereicht, das machen sie mal so und so, so Yes-Minister, wie es für ihn ist. Das gibt es sicherlich auch, aber das reicht nicht. Ja. Insbesondere als Regierungschef brauchst du so, du musst da führen können und fühlen können. Also führen können heißt, wohin soll der Weg gehen? Und das Zweite ist fühlen können, wie nehme ich die Leute mit dabei auf dem Weg? Ja?
Das ist letztlich letztlich ist eine Form von Navigation auf hoher See, die du hast. Du brauchst den Kurs, den du bestimmst. Du kannst ja nicht unbedingt die Winde verändern, woher die wehen. Mhm. Da hat man ein alter erfahrener Mann gesagt, sondern es kommt darauf an, wo wir die Segel dann setzen. Mhm. So. Und da hat auch jeder seinen eigenen Stil. Ich habe, sagen wir mal, gerade während Corona da nochmal eine Zusatzqualifikation für mich bekommen, weil ich da gemerkt habe, dass die wissenschaftliche Expertise eine ganz zentrale Basis ist für das Treffen von Entscheidungen. Und so. Mhm. Und dann musst du halt auch Prioritäten setzen. Dann musst du abwägen, musst Prioritäten setzen, musst auch überzeugen. Also wenn Sie nochmal Corona nehmen, das war jetzt für mich der schwierigere Teil. Das Klima ist übrigens viel leichter umzusetzen, als es bei Corona-Zeit war. Weil zumindest in den verschiedenen Phasen gab es unterschiedliche Akzeptanzien dann dafür. Am Ende habe ich jetzt eine Umfrage gelesen im Bayerischen Rundfunk, dass 70% der Bayern dann doch unter dem Strich ganz zufrieden waren mit Corona. Vor allem, weil sie es verglichen haben mit China, USA und anderen Ländern. Also für eine unvorhersehbare Katastrophe würde man sagen, gut gelaufen. Jetzt, wenn wir aber diese unvorhergesehene Katastrophe irgendwie gemanagt haben, dann können wir auch vorhersehbare Katastrophen managen. Deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten. Und ist wie immer im Leben, je länger ich was vor mir herschiebe, desto weniger Zeit habe ich und desto schwieriger wird es. Genau. Es gibt Menschen, die machen das ganz gern. Ich will da lieber be prepared sein. Und deswegen machen wir halt, fangen da auch an, nehmen das auf. Machen wir es auch einen Anlass, der an was gibt. Ich gebe schon zum Beispiel beim Artenschutz. Das war ja vor Corona nicht in der Dimension bewusst. Gab es auch ein Gutachten, neue Gutachten. Manchmal muss man ja sagen, ist auch bei Experten, haben unterschiedliche Themen, Hochkonjunktur. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich kenne Sie, ich kenne 10 andere Professoren, von denen höre und sehe ich nichts. Die schreiben vielleicht mal ein Gutachten im stillen Kämmerlein und heften das dann quasi ab oder schicken es irgendwo ins Nirvana der virtuellen Welt und vielleicht bringt es einer. Andere können super kommunizieren, haben deswegen auch einen großen Einfluss, weil man sagt, ah, schau mal den, wie ist der dann so? Ja? Da sagt man nicht don't look up, sondern look up, ja? so um den Film dazu nehmen. Der ist ja spannend. Ich habe nicht gelacht. Ja. Don't look up habe ich nicht. Es gab Szenen, wo man lachen konnte. Ich habe da gesessen und habe gedacht, genau so ist es. Du wirst es da gab eingeladen, Szenen, du willst eigentlich was. Der Schluss war halt so, wie man leider befürchtet, dass es endet. Ja. Mir ging es ja bei Corona genauso so. Aber ich habe damals beim Artenschutz, das war das erste Mal, wo ich dann dieses Ganze wirklich sagen, intensiver gelesen habe als vorher. Und dann habe ich ja eben auch daraus das Konzept entwickelt. Das war übrigens ein ganz guter Prozess. Es gab drohte ein Volksbegehren, eine neue Mehrheit und so. Dann habe ich gesagt, lass uns das mal angucken. Dann haben wir das komplett gescannt, angeguckt. Da standen ein paar Sachen drin, die auch praktisch nicht gehen, rechtlich nicht gehen. Dann habe ich einen runden Tisch einberufen und habe die alle zusammengebracht, die Landwirte, die Naturschutzverbände. Und das war echt ein ziemlich guter Move, wenn ich das sagen darf. Am Ende ist was Gutes rausgekommen. Nicht jeder ist glücklich gewesen. Den einen war es ein bisschen zu wenig, den anderen war es viel zu viel. Aber es war so ein Kompromiss, der ging. Und der wirkt jetzt in der Realität. Und im Grunde genommen braucht man genau das Gleiche beim Klima. Was mich da aber manchmal stört, ist, dass wir da halt auch, wenn wir dann zu hart vorgehen, also du musst schon einen Weg finden, dass du irgendwie noch die Bindekraft hast, verstehen Sie? Also, genau, das ist die Frage, also der muss jetzt mehr finden, ist eine Ausrede, das stimmt nicht. Mhm. Ich brauche das ja, damit das Seil nicht abreißt. Ja, ja, das ist wie so ein Zug, der fährt und einige sind noch nicht richtig im Tempo, laufen hinterher. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell beschleunige, dass die dann irgendwann stehen bleiben und die verliere ich. Sondern ich muss ihnen die Chance geben, dass sie mitgehen können. Und mein Gefühl und mein Eindruck ist, man kann schon sehr viele mitnehmen. Also ich habe es zum Beispiel jetzt auch beim Thema Wind, da haben wir jetzt eine Meinung gedreht. Also wir waren da immer sehr skeptisch alle. Hurra, man darf auch nicht die Windräder von vor 10 Jahren ganz vergleichen mit heute. Okay. Ist alles anders. Ja. Trotzdem war mir wichtig, da was zu tun, zwar grundlegend zu tun, um das zu verbessern. Und die Leute gehen mit. Oder auch für Kommunen mehr Rechte zu geben. Ja. Und sie gehen mit. Ja. Aber Benefits natürlich zu schaffen, damit man Vorteile davon hat, von diesen sogenannten Genossenschaften. Und die Leute gehen mit. Und wenn man es dann erklärt und ihnen dann auch die Geschichte dazu erklärt, wohin das führt oder nicht hinführt und was man damit tun kann und dass es nicht sinnlos ist, dann gibt es schon Leute, die da mitmachen. Ja. Ich bin nicht jedem begeistert, weil der eine das halt. Es stimmt tatsächlich, da gibt junge Leute, die glauben, ihr Leben ist zu Ende, sie wollen keine Kinder in die Welt setzen. Ja. Jetzt muss man sagen, es hat auch eine Zeit gedauert, bis alle Dinosaurier ausgestorben waren und auch alle die ganzen Prozesse haben lang gedauert. Ob es so lang dauern wird, weiß ich nicht und es ist auch kein Argument. Aber ich finde halt, und das haben mir meine Kinder so beigebracht, das ist auch ein Motiv für mich, wenn ich weiß, dass was passiert, dann, wenn ich wegschaue, dann mache ich das ist tatsächlich eine Art von Sünde. Ja. Weil ich glaube schon, diese Bewahrung der Schöpfung, für mich als jemand, der ein Fan davon ist, ich sehe den Rest und sage, da möchte ich auch nicht hin.
Ich möchte übrigens auch selber nie ins All fliegen. Ja? Ich fand ja unseren alten Captain Kirk prima, Shatner, ja, der jetzt mal oben war, der gesagt hat, Gott, wie trostlos der Blick in die andere Richtung ist. Letzte Frage noch. Aber ein Wurmloch, gibt es das? Nein. Und die Hoffnung, dass man irgendwie durch so ein interstellares Wurmloch fliegen kann? Es gibt auch keinen Weg zurück, es gibt keine Wurmlöcher, es gibt keine Zeitreisen. Auf unserem Planeten gibt es als höchst aktive Spezies uns, und wir haben alle Möglichkeiten, sozusagen das Schlimmste zu verhüten, nachdem wir schon so viel Schlimmes verursacht. Gibt es wenigstens Lichtgeschwindigkeit? Lichtgeschwindigkeit gibt es, aber wenn man dann da ist, wenn man so schnell ist wie Licht, bleibt die Zeit stehen und der Raum schrumpft auf Null zusammen. Ist also ein Photon, also ein Lichtteilchen, hat auch kein Leben. Das ist also so was wie uns ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Also bleiben wir lieber daheim. Bleiben wir lieber daheim und sorgen machen hier dafür, lieber es besser als woanders. Genau, und vor allen Dingen, mit der Natur können wir nicht verhandeln. Was wir von der Wissenschaft sagen können, ist der Natur, glaube ich, egal. Es ist ja völlig wurscht. Die war schon da lange und die wird auch nach uns da sein, wenn wir nicht aufpassen. Insofern, die Gesetze der Natur herauszufinden, das ist Aufgabe der Wissenschaft. Die Gesetze, die die Menschen schreiben und umzusetzen, das ist die Aufgabe der Politik. Und auf dieser Gesetzesebene müssen wir immer gucken, dass wir Verordnungen finden, dass die Gesetze voller Leben sind. Deswegen, Klimaschutz ist auf jeden Fall richtig. All diese Schutzmaßnahmen sind auf jeden Fall wichtig. Und ganz egal, wie wir es drehen und wenden, wir werden wahrscheinlich noch schneller werden müssen, auch wenn es für einige Leute momentan schon zu schnell ist. Wir werden noch viel schneller werden müssen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Amen. Danke. Dankeschön. Viel Spaß weiter. Alles Gute. Danke, Ihnen auch. Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.